Hi Leute, um mich mal kurz bei euch vorzustellen, ich bin der Patrick, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus einem kleinen Kaff in der Eifel, das heißt irgendwo im Nirgendwo. Kurz zu meiner Person, ich bin ein sehr aufgeschlossener, offener Mensch, ich bin fröhlich, ich lache gerne und teile das auch mit den Menschen um mich herum. Falls ihr euch wundert, wo wir hier sind und warum ich vor einer großen grünen Wand sitze, ich bin mir momentan mein neues YouTube-Studio am Einrichten, also achtet gar nicht auf die große grüne Wand im Hintergrund. Kommen wir mal dazu, warum ich mich als Mr. Gay Germany bei euch beworben habe. Ich bin sehr aktiv auf YouTube und drehe viele Videos darüber, wie es sich als Schwuler lebt, Tipps für die Schwulen. Verpackt das natürlich alles mit einer gewissen Art von Humor. Aber im Großen und Ganzen versuche ich damit einfach den Leuten mitzuteilen oder mit auf den Weg zu geben, dass es ihnen egal sein kann, wen sie lieben. Und ich versuche denen die Angst davor zu nehmen, sich zu outen. Ich habe meines Wissens nach schon einigen Menschen dabei geholfen, sich zu outen. Und die sind mittlerweile so glücklich. Die sagen, das war das Beste, was ihnen passieren konnte. Sie können jetzt endlich unbedacht leben, einfach sein, wer sie möchten. Und dieses Gefühl, wenn man weiß, jemandem anderen geholfen zu haben, ist einfach toll. Und ich denke, durch diese Reichweite, die man als Mr. Gay Germany bekommen kann, könnte ich einfach noch so vielen weiteren Menschen dabei helfen, ihr Leben so zu leben, wie sie gerne möchten. Und nicht Angst davor zu haben, sich zu outen oder der Mensch zu sein, der sie eigentlich sind. Ich würde mich auch darüber freuen, diese ganzen Erfahrungen zu sammeln, mich weiterzuentwickeln, diese ganzen Menschen kennenzulernen und nach dieser kompletten Wahl einfach etwas zu bewirken. Dass die Leute die Angst verlieren, davor zu sein, wer sie sind, dass sie sich trauen, schwul zu sein, dass sie einfach von nichts mehr Angst haben und zu sich selber stehen. Mehr kann ich zu meiner spontanen Bewerbung jetzt auch gerade gar nicht sagen, aber ihr habt auf jeden Fall schon mal ein Bild bekommen und ich hoffe, wir hören bald voneinander. Also, peace out.